Hey Leute, ich wollte euch heute mal eine andere Form der Zombie Drinks vorstellen. Da ich ja schon mal von den Quest Run Trip Supreme berichtet habe, habe ich mir jetzt was Neues besorgt, und zwar ein Zombie Drink Gel. Und wollte euch darüber mal ein bisschen was erzählen. Also, viel Spaß dabei. Ich habe mir das Gel bei eBay gekauft, für rund 20 Euro. Man kann sie natürlich bestimmt auch bei Amazon oder bei anderen Internetformen käuflich erwerben. Ich habe es bei eBay gemacht, weil ich eBay ganz gerne mag. Und ja, mir wurde geliefert so eine 10 Milliliter Gel-Spritze. Die Spritze ist ganz praktisch, um es in diese Mundstücke zu füllen. Da es ja eine Spritze ist, hat sie vorne so eine Verengung, und damit kommt man halt gut überall rein in diese Mundstücke. Zwei solche Mundstücke kommen da hinzu. Die sind natürlich noch nicht den Zähnen angepasst, das muss man sich selber machen. Man macht einfach einen Wasserkocher an, füllt es in ein Schälchen, gibt die Dinger da rein, holt sie wieder raus nach 10 Sekunden ungefähr, macht sie in den Mund und drückt halt gegen die Oberlippe und Unterlippe mit der Zunge hinten gegen die Zähne und nimmt sie dann wieder raus, und dann hat man halt die Passform der Zähne. Ist ganz einfach, geht ganz schnell und ist auch überhaupt nicht schmerzhaft. Was ich ja erst gedacht hatte wegen dem heißen Wasser, aber es ist alles ganz entspannt. Und ja, und dann hat man solche Mundschienen direkt angepasst an seine Zähne. Und dann hat man noch diese Blaulichtlampe. Wie der Name schon sagt, leuchtet sie blau und sie ist auch von außen blau. Das ist zur schnelleren Entwicklung des Zahnweißes. Die macht man sich noch mit rein. Und ja, sonst würde es ohne diese Lampe eine Stunde dauern. Mit dieser Lampe halt nur eine halbe Stunde, also braucht man die Dinge halt nur drin lassen, und ist eine ganz praktische Sache. Ja, das waren die vier Sachen, die mitgeliefert wurden. So, ich zeige es euch nochmal. Diese Lampe, die zwei Zahnschienen und natürlich nicht zu vergessen das Gel, das Wichtigste überhaupt. Und ja, dann kann es auch schon losgehen mit dem Bleachen. Jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze denn funktioniert. Ihr habt ja jetzt eure beiden fertigen Schienen, die ihr euren Zähnen angepasst habt. Nehmt das Bleaching-Gel hinzu, was ich sagen muss, nach dem ersten Öffnen echt ein bisschen schwer rausgeht, da Druck auf der Spritze ist. Und ja, das gibt sich aber nach dem zweiten, dritten Mal. So, jetzt nehme ich mal die oberste Schiene, da ich es gewohnt bin, damit anzufangen, und befülle sie mit ein wenig Gel. So, wenn hier jetzt so ein kleiner Streifen mit hochkommt, einfach an der Schiene abwischen, und dann habt ihr das Gel in der Schiene. So, jetzt setzt ihr die Schiene auf die Zähne drauf. Da ihr sie ja den Zähnen, wie gesagt, angepasst habt, kann da nichts verwackeln und nichts verrutschen. Nehmt die unterste Schiene und befüllt sie wieder mit ein wenig Gel. Müsst auch wirklich gar nicht so viel nehmen, da es wirklich unangenehm ist, wenn ihr zu viel nehmt. Da es denn unten rausläuft und ja, so ein gatschiges Gefühl ist es im Mund und es schmeckt nach Pfefferminz, und ich bin nicht so der Pfefferminzfreund, von dem her finde ich es ein bisschen eklig. Ja, jetzt habt ihr beide Schienen drinne im Mund und nehmt die Blaulichtlampe zur Hand. Die macht ihr natürlich im Vorhinein an und macht sie vor den Schienen und haltet sie mit den Lippen fest. Ja. Jetzt sieht ihr ein bisschen blöd aus, ein bisschen wie Daffy Duck, könnt aber alles soweit machen und müsst jetzt eine halbe Stunde warten. Und das macht ihr zweimal am Tag. Nach der halben Stunde nehmt ihr die Schienen einfach wieder raus und putzt euch die Zähne. Die Schienen könnt ihr auch mit der Zahnbürste reinigen, da es mit besser rankommen ist. Und ja, das Zahnbleachgel wird im Kühlschrank gelagert, da es kalt bleiben muss. Und es wird, wie gesagt, eine halbe Stunde zweimal am Tag angewendet, so lange bis das Bleachinggel alle ist. Und dann habt ihr weiße Zähne. So wird es halt angewandt, und ich muss sagen, ich finde es alles ein bisschen sehr viel im Mund, vor allen Dingen, weil man die erste Zeit auch extrem viel sabbert. Also man hat so viel Speichel im Mund, dass man gar nicht mehr weiß, wohin damit, da man es ja auch nicht ausspucken kann, wenn man diese Lampe davor hat, ist es halt alles ein bisschen unangenehm. Ja, trotz alledem, es macht weiße Zähne,
nur halt nicht in dem Maße, wie ich es gedacht hätte. Und vor allen Dingen hatte ich bei dem Bleaching Gel zeitweise wirklich Zahnschmerzen. Also ich bin wirklich nicht empfindlich an den Zähnen, hatte da aber auch extrem Schmerzen und am Zahnfleisch. Ja, also ich musste wirklich so ein, zwei Tage aussetzen, was man wohl auch kann, aber war halt echt extrem krass, so dieser Schmerz. Es hat sich hochgezogen bis zum Gehirn, hatte ich das Gefühl. Naja, also auch noch so eine unangenehme Sache. Ja, Fazit, ich finde es jetzt nicht so toll für Leute, die naturweiße Zähne haben wollen oder nicht so krass weiße Zähne haben wollen. Es ist eine prima Sache. Halt sehr viel im Mund, aber wer damit auch umgehen kann, ist natürlich auf der sicheren Seite bei dem Zeug, weil es halt auch relativ günstig ist. Aber trotz alledem bleibe ich bei den Crest White Strips, da ich sie handlicher finde und sie machen meine Zähne weißer und es ist alles nicht so viel im Mund und ja, vor allen Dingen auch das Schmerzempfinden habe ich da nicht so krass wie bei dem Bleaching Gel. Ja. Muss auch noch dazu sagen, für zahnempfindliche Zähne, also die Leute, die so die zahnempfindliche Zähne haben, würde ich es echt lassen, da es wirklich die Zähne auch angreift und ich hatte schon Schmerzen und ich habe keine zahnempfindlichen Zähne. Wie soll es denn bei euch werden? Stelle ich mir ein bisschen grausam vor, sag ich jetzt mal. Vor allen Dingen gehen diese ganzen Zahnbleach-Produkte nicht auf irgendwelchen rohen Füllungen überhaupt und echte Zähne oder irgendwas, was damit zu tun hat, sondern wirklich nur auf den reinen Naturzahn wirkt das Produkt überhaupt. Also wer irgendwelche Kronen oder sowas hatte oder hat oder den ganzen Mund davon hat, sollte es wirklich lassen, weil es bringt wirklich nichts. Da sollte man dann wirklich zum Zahnarzt gehen und sich dann irgendwie neue Kronen holen oder so. Ja, hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen und ihr lasst einen Daumen nach oben da. Sehen uns hoffentlich bei den anderen Videos wieder und ja, wünsche euch dann noch eine schöne Restwoche und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Ciao!